Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Bevor es hier so richtig losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Du gehörst zu den 13% der Deutschen, die regelmäßig Podcasts hören. Und die Zahlen steigen rasant. Podcasts sind für mich der persönlichste Weg, wertvolle Inhalte zu transportieren und damit Unternehmen bzw. Marken extrem gut sichtbar zu machen. Abgesehen davon ist ein Podcast für mich der Hidden Champion im Digitalmarketing. Und ich sag dir auch warum. Im Zeitalter der Digitalisierung werden wir täglich überflutet von Informationen. In der Markenkommunikation suchen wir deshalb nach Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit unserer Zielgruppe zu gewinnen. Mit einem Podcast platzieren wir wertvolle Inhalte also in die Zeitfenster, in denen kein Bildschirm genutzt werden kann. Zum Beispiel beim Autofahren, Rasenmähen oder beim Sport. Und eine professionelle Podcast-Produktion ist wesentlich ressourcenschonender als andere Marketingaktivitäten. Meine Empfehlung, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, einen eigenen Podcast in deine Kommunikationsstrategie zu integrieren. Wir haben das sehr erfolgreich mit dem Markenrebell-Podcast vorgemacht und ich helfe dir gerne dabei, mithilfe eines Podcasts die Bekanntheit und Wahrnehmung deines Unternehmens, deiner Marke im Markt deutlich zu erhöhen, um deine Produkte und Dienstleistungen besser zu verkaufen. Wenn dich das Thema interessiert, dann schau auf unserer Website www.markenrebell.de vorbei und buche gleich einen kostenfreien Termin, damit wir darüber sprechen können. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Here we go. Herzlich willkommen hier im Markenrebell Podcast. Mein Name ist Norman Glaser und ich helfe mit meinem Expertenteam Unternehmenschefs in den Bereichen Markenführung und Digitalisierung. Heute im Interview Markus Günther von der Agentur Bungalow aus Würzburg. Er und seine 5 Mitgründerinnen und Mitgründer haben eine Kreativagentur eröffnet und er erzählt mir im Interview, wie es zu dieser Gründung kam, was so die Herausforderungen der Gründung und natürlich im späteren Live-Betrieb waren und was ich total wichtig finde für alle da draußen, die Ähnliches vorhaben. Er macht einfach Mut, diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu tun, diesen Schritt in den Gründungsprozess zu gehen. Und wer ihm dabei geholfen hat, all das erzählt er uns heute hier in dieser Interviewfolge. Viel Spaß bei dem heutigen Podcast-Interview mit meinem Gast Markus Günther. Markus, schön, dass du hier bist im Markenrebell Podcast. Ich freue mich sehr. Und dass du über deine Crew und dein Unternehmen sprichst. Ja, vielen Dank, Norm. Ich freue mich sehr, mit dir hier ein bisschen reden zu können. Und bin gespannt, was wir in den 30, 40 Minuten besprechen. Genau. Ich habe natürlich ein paar Fragen vorbereitet, aber bevor ich loslege, vielleicht kannst du ein bisschen was über dich erstmal so vielleicht als Privatperson, wer ist Markus Günther als Privatperson, sprechen und dann einfach ein paar Insights geben, was euch als Agentur, als Kreativagentur betrifft. Ja, sehr gerne. Also ich bin geboren in Düsseldorf und zum Studium nach Würzburg gezogen, warum auch jetzt hier das Gespräch zustande gekommen ist. Ich habe 2010 mein Abitur gemacht, habe während meiner Schulzeit immer fleißig Leistungssport gemacht in Form von Feldhockey. Ist jetzt nicht so der populärste Sport, aber das war irgendwie auch spannend an der ganzen Sache, zumal ich das am Anfang gar nicht kannte. Mhm. Und habe dann tatsächlich noch einen Zivildienst mitgenommen, ich glaube als einer der letzten, und bin 2011 dann in Wuppertal erst gelandet, an der Universität zum Mediendesign-Studium. Das war mir aber zu sachlich, zu ja nicht praktisch genug, warum ich dann im zweiten Semester schon mich umgeschaut habe und geguckt habe, wo ich ja so meine Passion, das kreative Ausleben, Arbeiten, im Projekt sein finde. Und das war letztlich an der Fachhochschule in Würzburg. Mhm. Und dort habe ich dann im Oktober 2012 angefangen mit dem Kommunikationsdesign-Studium, wo ich dann letztlich eigentlich von Beginn an alle 5 Mitstreiter vom Bungalow Kreativbüro kennengelernt habe, das wir zusammen seit Oktober 2016 machen. Mhm. Und ja, jetzt heute genau
im Oktober 2 Jahre so zusammen agieren, uns da als Kollektiv sehen, einfach frei gegründet haben, aus dem Studium schon fast heraus und zum Oktober dann gesagt haben, jetzt treten wir mal in die Öffentlichkeit und sind als Agentur in Würzburg präsent mit den Schwerpunkten Corporate Design, Branding, Design. Ja, und das ist, glaube ich, der Grund, warum ich hier bin. Unter anderem. Weil du natürlich eine spannende Story hast. Aber vielleicht noch die Frage, war das Thema Design oder Marke für dich immer schon so ein Thema, was dich fasziniert hat? Oder wie kam der Zugang überhaupt dazu? Also der Zugang, werde ich auf jeden Fall nicht abstreiten können, kommt so aus der Familie. Mein Vater hat selbst eine Agentur gehabt für Grafikdesign. Mhm. Meine Mutter ist selbstständig im Bereich Tanz und Pädagogik und hat eine Tanzschule. Also einmal das Thema Selbstständigkeit, aber vor allem natürlich das Visuelle, das Grafische, was so aus der Familie von meinem Papa irgendwie schon früh an mich rangetragen wurde, was mich letztlich dann begeistert hat, draußen die Augen aufzumachen und sich immer wieder überraschen zu lassen von Eindrücken, von visuellen Eindrücken vor allem und letztlich dann natürlich auch das Thema Marken, was, glaube ich, so spätestens in der Pubertät zum Thema wird, wo ja Kleidung, Tools und andere Sachen einfach eine gewisse Aufmerksamkeit auf einen erregen. Ja, was hat dich da besonders fasziniert? Was hat mich da besonders fasziniert? Ich glaube, das war sogar mein erstes Fahrrad. Geil. Wo ich einfach ein Fahrrad hatte, was ich so noch nie gesehen habe, weil es eine No-Name-Marke war und um mich herum, glaube ich, alle mit den Giants unterwegs waren, aber mein Fahrrad hatte irgendwie was Spezielleres und zwar war diese Herrenstange nicht rund, sondern eckig. Das war so, ich denke mal, Ende der 90er rum, Anfang 2000. Das war dann mein erstes Mountainbike, also nicht mein allererstes Fahrrad, sondern das Mountainbike und das hat mich fasziniert. Die Marke weiß ich übrigens nicht mehr. Also jetzt, da hat es nicht funktioniert. Jetzt könntest du für dieses Unternehmen tatsächlich was tun. Definitiv. Und dann ging es zum Studium und du hast dort deine 5 Mitgründer getroffen. Erzähl mal so ein bisschen die Story, wie kam es dazu? War das irgendwie am Abend bei einem Bier, bei einem Gespräch irgendwie so eine fixe Idee, aus der da mehr wurde? Oder wie kam es dazu, dass ihr als 6 Gründer, also allein das ist ja mal eine sehr dichte Spitze eines Unternehmens. Also wie kam es dazu, dass ihr das so vorhattet? Ja, du hast es eigentlich schon ganz gut eingeleitet. Ist natürlich entstanden bei einem abendlichen Gespräch aus der Situation heraus, dass wir im vorletzten Semester vor unserem Bachelor waren, zuvor zusammen 6, 7 Semester studiert haben und unter anderem Praktikum waren und wir einfach wirklich aus dem Nichts heraus dann mal so kurz vorgespult haben, was machen wir nach dem Sommer 2016, wenn wir mit dem Studium fertig sind, machen wir einen Master, gehen wir wieder zurück in die Agenturen und Büros, wo wir im Praxissemester waren. Und irgendwie haben wir uns da, glaube ich, gegenseitig hochgeschaukelt. Und der O-Ton am Abend war, nee, wir wollen alle nicht mehr zurück. Und wir wollen auch uns irgendwie erstmal nicht trennen. Wir waren schon eine sehr, sehr enge Crew und haben auch im Semester, also im Studium, immer zusammen Projekte gemacht. Und dann haben wir gesagt, so, wir haben noch nicht ein großes Projekt gemacht und nach dem Bachelor ist das doch genau die richtige Idee. Also sehr, sehr leichtgläubig einfach an dem Abend mal beschlossen und dann aber auch beiseite gelegt. Okay. Und dann kam das Bachelor-Semester und irgendwie hatte ein Professor von uns davon Wind bekommen. Da hatte sich einer von uns verplappert und der fand die Idee aber super und war dann auch so ein bisschen, so ein bisschen der Anstoß, der nochmal gesagt hat, hier wäre eine Räumlichkeit in einem Coworking-Space in Würzburg. Und somit war eigentlich schon die Basis geschaffen. Wir mussten nur noch den Schlüssel abholen sozusagen. Und das ging alles sehr schnell dann. Und ja, so hat sich dann
aus einer flüchtigen Idee tatsächlich dann das ganze Projekt entwickelt. Und war euer Professor dann auch sowas wie ein Mentor? Also hat er das dann noch weiter begleitet? Konntet ihr ihn ansprechen zu Fragen der Gründung? Definitiv, der war da auch sehr aufmerksam und hatte meines Erachtens sehr großes Interesse an dem, was wir machen und wie wir es machen und auch, dass wir es richtig machen oder in den Maßen richtig machen können, wie wir überhaupt vorhatten, da dann zu gründen. Ja. Und dementsprechend haben wir uns da richtig viel Feedback immer geholt und die nächsten Schritte auch mal angekündigt, wobei nach dem Punkt, wo er mit der Stadt kooperiert hat und gesagt hat, dass wir oder uns vermittelt hat für das Coworking Space, ist eigentlich alles dann wirklich vom 15. September, wo wir uns in den Räumlichkeiten getroffen haben, die komplett leer standen, autark von uns ausgegangen. Ja. So habe ich das in Erinnerung. Da ist natürlich sehr viel zusammengekommen. Ja. Aber ja, wir haben heute noch Kontakt und freuen uns über den Austausch. Und ja, also auf jeden Fall nochmal großes Dankeschön. Wie heißt er? Dass wir ihn nochmal benannt haben. Das ist der Herr Schulz, selber auch im Grafikbereich tätig und Unternehmensberatung und kommt aus Stuttgart und ja, toller Typ. Sehr cool. Das ist übrigens auch eine Geschichte, die ich immer wieder beobachte, gerade bei Startups, dass wenn eine Person da ist, die so das Potenzial erkennt und das dann auch fördert, ja, dass das oftmals sehr erfolgreiche Unternehmen werden. Als wenn es nur so aus eigener Kraft entsteht. Ne? Also dieses Entdecktwerden, gefördert werden von Mentoren, so ein bisschen angeschoben werden, auch ist oftmals ein gutes Signal, ja, ja, dafür, dass ihr einfach das machen müsst oder es zumindest ausprobieren müsst. Ja, ja, also das braucht es auch, glaube ich. Zumindest wir jetzt als von Haus aus Designer, Kommunikationsdesigner, die jetzt nicht von Beginn an den unternehmerischen, die unternehmerische Idee haben, einfach weil wir da auch ja viel zu sehr mit dem Thema Gestaltung im Studium uns auseinandergesetzt haben und auch dementsprechend Vorlesungen und Module hatten. Ja. Das ist elementar wichtig und da wird man schon sehr stark aufmerksam gemacht auf Themen, die einem erstmal so nicht, die man erstmal so nicht vorgesehen hat. Ja. Was mich mal interessieren würde, weil das ist so ein bisschen auch meine Mission, Aufklärungsarbeit zu leisten, der Unterschied zwischen Marke, Kommunikationsdesign und Werbung. Mhm. Trennst du das für dich oder ist es für dich, wo du sagst, das gehört zusammen, das ist eins? Also natürlich sind es irgendwie zwei Sachen, die auch mal benannt werden. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es im Großen und Ganzen, gehört es natürlich zusammen. Also Design ohne Marketing wird nicht wahrgenommen und das Wort beinhaltet ja auch Kommunikationsdesign. Es muss ja sich irgendwie nach draußen zeigen und sichtbar werden. Und bei der Werbung ist es halt so, die wird halt sehr direkt kommerziell ausgesprochen oder wahrgenommen und bewertet, weil ich da auch einfach, aber das ist auch jetzt so subjektiv, ich gehe da immer von der klassischen Werbung von TVCs aus, von Radiowerbung und Kommunikationsdesign ist ein Teil von der Werbung, glaube ich, von Marken, die halt dann Kanäle nutzen, die Strategien entwickeln. Ich denke mal, in der Form, in der wir das machen, einfach noch ein bisschen kleiner, auch mit lokaleren Kunden, zum Beispiel jetzt so dem, also jetzt einfach mal dem Mittelstand, so der nicht die Budgets hat für die großen TV-Kampagnen, da benutzt man viel andere Medien und da wird dann auch zum Beispiel, oder empfinde ich, nach wie vor noch das also Print sehr stark beansprucht, wo ich finde, sehr, sehr intensiv noch das Thema Design rausgeholt werden kann, weil da einfach ein erster visueller Eindruck wichtig ist. Ja. Was wird kommuniziert, wie wird es dargestellt? Also da spreche ich noch mehr von einem Artwork als von einer Werbung. Aber da gibt es beides. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht zu kompliziert erklärt. Ich
Ich konnte dir folgen, weil ich finde es auch ganz spannend, auch die unterschiedliche Perspektive, die du einnimmst, ist ein Unterschied, ob ich ein Konzern bin, ja, oder ob ich ein Mittelständler bin, ob ich diese harte Trennung auch finanziell aushalten kann und sage, Marke und Marketing trenne ich voneinander. Das eine ist vielleicht eher strategisch, wie positioniere ich mich auch mit Werten und so weiter, was natürlich auch ins Marketing einfließt. Aber dann habe ich fürs Marketing auch nochmal ganz andere Budgets, ne, und kann ganz andere Agenturen vielleicht auch beauftragen zu dem Thema. Ja, und das spielt natürlich bei den Marken, bei den Konzernen, ist das halt ein eigener Posten. Und bei vielen Einzelhändlern, Kunden aus dem Mittelstand, ist das immer so ein Produkt, das muss es auch geben, weil sie sich kommunizieren müssen. Aber da ist oft der Verkauf sehr wichtig und die Zahlen und ja, die Bedeutung von Kommunikation, von visueller Kommunikation ist so erstmal ein Beiläufer, und das entdecken und empfinden wir auch sehr stark in den Gesprächen, im Austausch dann mit unseren Partnern, mit unseren Kunden, dass wir da einfach auch nochmal eine ganz andere Zugänglichkeit für die visuelle Kommunikation schaffen und da auch neue Türen öffnen. Ja, spannend. Ja. So, jetzt habe ich schon mal rausgefunden, wer eure Zielgruppe ist. Vielleicht können wir noch einen kleinen Schwenk machen. A, mal dein Team vorstellen, also euch als Gründer kurz vorstellen, mit der Wertschöpfungskette, die ihr letztendlich abbildet. Also was kann man für eine Leistung von euch einkaufen oder erwarten? Ja, sehr gerne auf jeden Fall. Also wir sind ja letztlich ein Kollektiv von 6 Leuten, 2 Mädchen, Laura, Yvonne und 4 Jungs, Alex, Tim, Niklas und mich. Von Haus aus sind wir alles Designer mit unterschiedlichen Schwerpunkten, von Editorial, Typografie über Bewegtbild, Animation, Konzeptstrategie wurde uns allen irgendwie zum Studium in die Wiegschale gelegt. Also es ging immer um Inhalt und nicht um das bloße Artwork, um den visuellen Eindruck, sondern auch um die Nachhaltigkeit der Arbeit, also welche Hebel kann man umschalten durch unsere Arbeit, durch die Kommunikation. Und was habe ich noch vergessen, was wir machen? Im großen Ganzen mit den Aufgabenbereichen schafft man ja eigentlich die Grundlage für Markenbildung, was wir stark fokussieren, für Identitäten von Unternehmen, Marken, Institutionen. Und da sehen wir uns als Kreativpartner. Das betone ich so stark, weil das zwei Gewichtungen hat. Einmal den konzeptionellen strategischen Teil und einmal den Teil der Umsetzung, der Produktion. Und durch unsere Manpower sind wir ganz stark darauf aus, ganzheitlich mit unseren Kunden zu arbeiten. Also wir sehen sehr gerne vor, von Beginn an Marken, Produkte mitentwickeln zu können, um da auch einfach empirisch in der Analyse, in der Zielgruppenerfassung letztlich die optimale Produktgestaltung vornehmen zu können. Und benutzen da, das hat mein Dozent auch mal gesagt, die Theorie wird zum, wie war das Zitat? Das habe ich jetzt nicht mehr. Die Theorie wird zum Mittel, zum Zweck. Also als Mittel zum Zweck, das finde ich eigentlich, trifft es ganz gut, weil sich letztlich in der Gestaltung alles belegen lässt und durch die konkrete Zielgruppe natürlich auch die Punkte angesprochen werden und visuell behandelt werden oder in der Tonalität, Form und Farbe und Sprache, wie wir die Zielgruppe am besten erreichen können. Ja. Ist auch ganz spannend, weil ich selbst weiß, wie so ein Kreativprozess natürlich aussieht und wie sehr man so sich in sein Labor zurückzieht und dann wirklich tüftelt, um auf diese eine Lösung zu kommen, die dem Unternehmen dann auch hilft, besser zu kommunizieren oder stärkere Wahrnehmung zu haben. Kannst du vielleicht, ich meine, jetzt hören ja hier ein paar Unternehmer zu, ja, die vielleicht ein paar kreative Köpfe suchen. Kannst du vielleicht mal so in ganz praktischen Projekten, Projektbeispielen erzählen, was so das Produkt am Ende ist, was ihr erschafft? Ja, sehr gerne. Da gibt es natürlich ein paar Anwendungsbeispiele.
Ich überlege gerade, welcher gut ist. Also am Beispiel von der Markenkommunikation bzw. Mitgliederkommunikation von Fortuna Düsseldorf, wo wir Anfang des Jahres noch zur Zweitliga-Zeit intensiv mit der Marketingabteilung arbeiten durften, ist so ein Prozess, wo es darum geht, Fortuna stand vor dem Bundesliga-Aufstieg und es ging darum, weitere potenzielle Mitglieder für die nächste Saison anzusprechen und in den Verein zu integrieren. Hier ging es um Wiedererkennung. Da hatte Fortuna erst im Jahr zuvor die DNA, also die eigene Markensprache, entwickelt, mit einer anderen Agentur. Und der Prozess der Mitgliederkommunikation lief darauf hinaus, das Briefing war, wie können wir diesen Verein, der Höhen und Tiefen aufweist, vom Viertligisten zum tragischen Helden im Finale gegen Barcelona in Europa, wie können wir diese ganze Struktur und diese Talfahrt des Vereins und jetzt wieder in der Bundesliga eigentlich kommunizieren und abbilden und eine Zugehörigkeit finden. Und dann haben wir erstmal Gestaltungskonzepte entwickelt beziehungsweise Kommunikationskonzepte und und Fortuna vorgestellt, die halt mit Arbeitstiteln gearbeitet haben. Und letztlich ist alles auf Fortuna dabei rausgekommen. Und dazu gehörte dann das Gestalten der Mitgliedermappe. Dann haben wir uns überlegt, welche Tools sind noch interessant, beziehungsweise was kann den Mitglied noch mehr gegeben werden. Das war dann ein PIN, also repräsentativ ein Jutebeutel, ein Wimpel, also sehr klassische Sachen, aber irgendwie auch ein Mix mit moderneren Sachen, Stickern. Alles haptisch und ja für den Fan, fürs Mitglied. Ja. Und die Kommunikationsidee hinter dem Ganzen war halt alles auf Fortuna. Meine Mitgliedschaft bringt zum Ausdruck, egal wo der Verein steht, ich bleib treu, ich bin dabei und gebe alles dafür. Und es hat sich dann auch auf dem Sticker, der fürs Auto gedacht ist, zum Beispiel wieder gespiegelt, stolzes Mitglied des ehemaligen Viertligisten. Also das sind dann Wordings sehr interessant. Auf dem Jutebeutel haben wir dann mit was Populistischerem gearbeitet. Das Zitat von Matthäus, Mailand oder Madrid, haben wir dann umgetextet in Bocholt oder Barcelona, Hauptsache Fortuna. Ich glaube, das beschreibt so ganz gut diesen, nicht Sarkasmus, aber wie sich Fortuna selbst, also das Standing von Fortuna, dass der Verein weiß, wie er steht und was auch in der Historie schon alles passiert ist. Dass es ein Verein mit Ecken und Kanten ist. Ja, jetzt habe ich sehr weit ausgeholt. Ja, aber es zeigt ganz schön, wie ihr denkt, weil was ich jetzt so mal, um das mal ein bisschen zu destillieren, ja, was ich raushöre, ist starke Textkompetenz, Print ist für euch irgendwie kein Fremdwort in unserer digitalen Welt, aber auch digitale Themen sind für euch umsetzbar, also definitiv. Thema Website, Bewegtbild, Film, ja, also im Grunde all das, was eine Marke braucht, das macht euch natürlich auch stark, weil ihr einfach 6 Leute seid und euch da perfekt wie Zahnräder ergänzen könnt, um den Bedarf, den eine Company hat, einfach auch zu decken. Ja. Also das finde ich, da ist so quasi die Inhouse-Wertschöpfungskette auf Gründerebene gegeben. Ja. Boah, ich glaube, das schreibe ich mir auf. Das ist ein ganz guter Satz, den können wir, glaube ich, du schickst einfach den Podcast in der Weltgeschichte rum. Ja, das natürlich auch. Ja, aber das finde ich sehr schön, weil es auch so eine gewisse Vielfalt ist. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr nicht sogar eine Generation von Designern seid, die da herangewachsen ist und richtig gute Sachen produzieren können, weil ihr so vielseitig seid. Ne? Also es ist halt nicht nur das Rumschieben von Layouts am Bildschirm, sondern auch das Inhaltliche verstehen wollen. Mhm. Was muss kommuniziert werden? Was ist die Botschaft? Ja? Was macht das Unternehmen letztendlich aus? Und das auch in einen vernünftigen Satz reinzubauen, der Potenzial hat. Das ist natürlich, also das finde ich auch ein Hochleistungssport, ne, den man heute natürlich auch bringen muss. Ja, und ausgehend von dem ersten Briefing, was ja wahrscheinlich nicht den ganzen Projektzyklus umfasst, sondern erstmal vielleicht nur ein Medium, was bespielt werden soll, wo aber letztlich ganzheitlich dann vom Print raus auch ins Digitale gedacht wird.
jetzt nicht unbedingt am Beispiel von Fortuna, sondern in anderen Projekten, wo ja aus einem Artwork für die Bewerbung eines Festivals oder einer Veranstaltung natürlich auch schon gleichzeitig mitgedacht wird, welches Content oder wie kann hier noch Content kreiert werden für online, für Social Media und wie kommuniziert es da? Also das bei der Entwicklung des ersten Artworks, des ersten Projekts muss man halt schon weit denken und das muss man am Ende natürlich auch verkaufen können, weil wir wollen immer ganz und alles reingeben. Es braucht vielleicht nicht immer der Kunde, aber vielleicht weiß der Kunde auch gar nicht, was er braucht. Das ist natürlich so aus Designersicht auch manchmal gefährlich. Da darf man auch nicht zu viel dann anbieten. Aber das ist schon so unsere Idee, da mitzudenken. Deshalb Kreativpartner und dann natürlich uns auch dementsprechend zu verhalten und mitzuarbeiten, vor allem mitzudenken. Ja. Jetzt hast du mir natürlich eine tolle Vorlage gegeben, Thema Vertrieb. Wie kommt ihr an Neukunden? Das ist ja immer so ein Thema für Startups, ne? Ja, definitiv. Dadurch, dass wir 6 Leute sind und natürlich hier aus Würzburg, aus dem gleichen Umfeld kommen, haben wir aber alle noch unsere Base zu Hause und Stationen, die vor dem Studium waren. Und letztlich ist Bungalow gestartet mit einem Projekt aus dem unmittelbaren Umfeld. Und das Projekt war, glaube ich, schon da, bevor wir uns gegründet haben und hat uns natürlich auch begünstigt. Und über dieses Projekt sind wir wirklich und über die Arbeiten, die auch im Vorfeld schon passiert sind, also durch das Design, was entstanden ist, sind wir ja irgendwie sichtbar geworden und waren jetzt auch im Social Media nicht leise. Wir sind direkt von Anfang an rausgestürmt und haben gesagt, wir sind da, wir machen Design und haben ja irgendwie einen Zuspruch bekommen. Und ich glaube, es ist viel, also ich würde sagen 80-85% unserer Jobs entstehen durch Empfehlungen. Das ist vielleicht branchentypisch, aber natürlich noch typischer, wenn du anfängst und erstmal nicht auf der Bildfläche bist. Ja. Na gut, ihr habt noch die Herausforderung. Ist ein Unterschied, ob ich alleine oder mit einem Partner gründe, ne? Oder ob ich 6 Leute ernähren muss am Ende des Tages. Das ist natürlich ein wichtiges Thema, gar keine Frage. Ja, aber wenn jeder mithilft, und da finde ich auch nochmal deinen Tipp einen ganz wichtigen, einfach im vorhandenen Netzwerk anzufangen, ne? Einfach zu schauen, wen kenne ich, ja? Social-Media-Kanäle natürlich zu benutzen und zu schauen, wer findet das sympathisch, was wir machen und wie wir so drauf sind und die dann natürlich auch wieder Multiplikatoren für euch sind. Ne? Absolut. Ja. Ja, also das sehe ich als wichtiges Element für unser Sein, für unser weiterarbeiten können. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, ist jetzt nach 1,5-2 Jahren dann die nächste Etappe erreicht, die bedeutet, dass unsere Projekte sichtbar sind durch unsere Website, durch Feature von Magazin oder Plattform und wir jetzt so langsam aber immer mehr auch das Licht der Designwelt erblicken dürfen und können, dadurch, dass wir ja auch das ein oder andere größere Projekt außerhalb von Würzburg vorzeigen können. Ja. Das ist natürlich sau wichtig. Das ist ja auch immer ein Thema bei dir, digitaler Fußabdruck. So ist es. Und letztlich sind das unsere kleinen Fußabdrücke und da bedienen wir uns ganz stark Social Media, vor allem Instagram, wo einfach eine gute Möglichkeit geschaffen ist, sich zu präsentieren und sich zu verkaufen, um jetzt nochmal auf das Thema Vertrieb rüberzuleiten. Wir sind von Haus aus Gestalter, aber können natürlich uns verkaufen. Ich glaube, da kann man immer dazulernen. Und das ist einfach ein Prozess und da lernen wir jeden Tag auf jeden Fall dazu. Ja. Eine kurze Unterbrechung mit einem kleinen Hinweis auf unseren Messenger-Service. Wir haben für euch die Möglichkeit geschaffen, über euren Lieblingsmessenger, wie zum Beispiel WhatsApp oder den Facebook-Messenger, von uns automatisch exklusive Inhalte zu erhalten. Neben den brandneuen Podcast-Folgen bekommt ihr auch aktuelle Studien, hilfreiche Ratgeber als PDF oder auch spannende Insights von den Markenrebellen. Darüber hinaus könnt ihr uns eure Fragen schicken, ob als Text- oder Audionachricht, die ich dann in eine der nächsten Q&A-Folgen beantworten werde. Also probiert es einfach mal aus.
Dieser Service ist natürlich kostenfrei und, was mir selbst immer sehr, sehr wichtig ist, ohne Werbespam. Ihr könnt euch direkt auf der Startseite unter www.markenrebell.de für diesen Service eintragen. Und nun geht's weiter hier. Wenn du dir für euch was wünschen könntest, also ein Projekt wünschen könntest, und wir vielleicht ein oder zwei Zuhörer haben, die sagen, hey, das ist genau das, was ich auch gerade machen möchte als Auftraggeber. Mhm. Was wäre so ein Projekt, was euch so richtig Spaß machen würde? Das ist eine sehr spannende Frage und stellt mich auch so ein bisschen vor eine Herausforderung, weil wir da ja verschiedene Schwerpunkte intern haben verlagert. Das heißt, ich könnte jetzt nur für mich sprechen. Ich glaube, jemand anders würde, also wo ich ein bisschen digitaler das sehe, würde vielleicht jemand anders von uns wieder Print bevorzugen. Also ich finde nach wie vor TV-Werbung mega spannend, aber natürlich mit der mit dem Augenmerk auf YouTube, auf Online, es ist so eine komplette Social-Media-Strategie, die ich gerne mal durchspielen würde, wo einfach das Briefing ist, wir wollen mehr junge Leute ansprechen, vielleicht eine Marke, die so ein bisschen in den letzten 10 Jahren ja mit ihren Kunden gewachsen ist, also alt geworden ist und jetzt wieder schauen muss, dass sie wieder an die jungen Leute wieder ein bisschen mehr rantritt und attraktiv für die wird. Und ich glaube auch, dass das so unsere Tendenz ist, womit wir gut performen können und was wir aktuell auch eigentlich oft so machen. Ja, also ich mache jetzt ein bisschen Vertrieb für euch und rufe quasi unsere Hörer auf, hier dieses Podcasts, die Markenrebellen da draußen, die kreative Köpfe, nämlich 6 Gründer und Gründerinnen brauchen oder gut gebrauchen können für ein Projekt, für die eigene Company oder eine Empfehlung aussprechen können, auch das. Einfach hier bei uns melden. Wir machen dann ein Intro bei Markus und seinem Team oder meldet euch natürlich direkt bei Markus und seinem Team. Website und Link in der Beschreibung zu diesem Podcast, zu dieser Podcast-Folge. Markus, was ich natürlich noch fragen muss, ist Bungalow. Wieso der Name? Gibt es da eine Story für? Ja, das ist, ist eine gute Frage. Es gibt auf jeden Fall eine Story. Die muss es ja geben, wie du weißt. auch wir natürlich wollen eine Marke sein, beziehungsweise müssen es auch irgendwie sein. Wobei ist natürlich vom Naming her so von innen heraus ging. Bungalow war, glaube ich, um den Dreh 2016 so ein Begriff, der uns irgendwie ja, zugeflogen kam und so ein bisschen Retro-Charme mitbrachte, also genauso den Vibe aufgegriffen hat von 2016, aber ich glaube nach wie vor, und weil es halt für uns damals so attraktiv klang, irgendwie einen Naming ist, was ewig Bestand hat, so ein bisschen Urlaubsgefühl mit sich bringt, also eine schöne Erinnerung aufweckt. Und letztlich muss man sagen, jetzt kommt der tiefgründige Teil, ist ein Bungalow, ein aus der Architektur abgeleitet, einstöckiges, eine einstöckige Architektur. Ich sage auch mal bodenständig. Und wir haben uns zu sechst wirklich vorgenommen, dass wir nicht in so starke Hierarchien verfallen wollen, sondern uns immer auf Augenhöhe begegnen können und auch den Leuten und den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Und insofern ist die Bedeutung Bungalow doch auch nochmal tiefgründiger als nur ein cooles Naming. Und nichtsdestotrotz kann man auch noch sagen, hat Bilderbuch damals den Hit rausgebracht, Bungalow. Und irgendwie, ich glaube, das war so der Zeitgeist irgendwie. Ja, ja. Aber es ist eine schöne Analogie. Also ich finde es sehr schön. Ja. Wir haben sogar den Namen vor dem Hit gehabt und auch kommuniziert. Also das ist nicht so, dass die uns jetzt stark beeinflusst haben, aber das war irgendwie so eine geile Bestätigung. Und wir haben immer, wenn wir das Lied hören, natürlich eine wunderschöne Erinnerung und ein Grinsen auf den Wangen. Eure Hymne. Definitiv, auf jeden Fall. Sehr geil. Markus, habt ihr euch mal Gedanken gemacht, über einen Investor oder mit einem Investor zusammenzugehen? Also aktuell haben wir uns da noch keine Gedanken zugemacht. Wir lassen da erstmal allgemein so, wenn Sachen aufs Bungalow einwirken, erstmal sacken, besprechen uns, philosophieren darüber,
Insofern hast du gerade einen ganz guten, eine ganz gute Anregung gegeben. Ich werde das hier nach mal mit einbringen und bin mal gespannt, wie die Meinungen sind, weil das haben wir noch nicht diskutiert. Die Situation ergab sich aber auch noch nicht und insofern war das bislang für uns kein Thema. Weil es verbindet man ja irgendwie Startup, ne, Investor oder meinetwegen auch Business Angel. Ja, ja. Das ist ja eher so die Differenzierung zu sagen, der Business Angel bietet vielleicht so die eigene Infrastruktur an, ob das eine Rechtsabteilung ist oder ein Steuerbüro oder sowas, um einfach mitzuhelfen, das Unternehmen zum Wachsen zu bringen. Ja, definitiv. Mhm. Ja, ich finde das Thema Startup, was uns auch oft auferlegt wird, ist bei uns gar nicht so richtig. Also Startups haben für mich eine andere Definition und ich glaube, viele junge Gründer rutschen dann oft so in diese Schiene Startup, aber letztlich haben wir uns ein Konzept überlegt, wie wir zu sechst Design machen können und dieses Modell gibt es da draußen ja schon, vielleicht jetzt nicht so von der Gesellschaftsstruktur, wie wir das haben und wie wir das ausüben, aber ein Startup ist technologisch innovativer, würde ich sagen. Ist halt so gefärbt jetzt durch die Medien. Oder ist es so also gefärbt, man verbindet damit irgendwie App-Entwicklung oder so. Auf der anderen Seite macht ihr ja auch digitale Themen. Und was ich so spannend finde an eurem Modell ist, wie gesagt, weniger, dass es das Thema Kreativagentur, ja, wenn man es mal so benennen würde, schon gibt, sondern dass ja einfach die komplette Wertschöpfungskette in-house abbildet und damit natürlich auch Skalierungsmöglichkeiten habt für ein Unternehmen, die sagen, wow, ich weiß nicht, ob das so eine One-Man-One-Woman-Show leisten kann. Ja? Ihr seid sechs Leute, also ihr könnt die Performance auf die Straße bringen, die es halt für ein mittelständisches Unternehmen einfach auch braucht. Ja, das stimmt. Also klar, das finde ich schon sehr cool. Cool. Eine Frage, die ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, kannst du uns mal mit in den Kreativprozess bei euch kurz mit reinnehmen? Also was passiert? Kunde schreibt Briefing. Wir beide wissen, dass das eher so ein Wunschzettel ist. Also man kriegt ja nie die Detailtreue, die man dann auch als Kreativer braucht, sondern dann gibt es natürlich wieder so ein Rebriefing und so weiter. Mhm. Aber kannst du das mal beschreiben, wie das bei euch so abläuft und wie ihr arbeitet? Ja, also bei uns sieht das so aus, dass wir natürlich einen Pool haben, wo alle Projekte reingehen. Das überschauen dann alle und dort wird dann relativ schnell gefiltert und geschaut, in welche Richtung geht das Projekt. Ist das vielleicht ein Artwork? Welchen Schwerpunkt hat es? Ist es Print? Ist es digital? Und aus dieser ersten Überschauung setzt sich dann ein Team zusammen mit den Fachkompetenzen und bespricht sich und entwickelt daraus letztlich die Antwort beziehungsweise den Entwurf zurück, wie wir an das Projekt rangehen würden. Dazu gehört natürlich auch eine Kalkulation, also eine wirtschaftliche Kalkulation und ein Timing. Und dann setzen wir uns eigentlich in der Regel mit dem Kunden zusammen, besprechen das und schauen, wie wir das dann zusammen bewerkstelligen können. Mhm. Arbeitet ihr dann auch mit irgendwelchen kollaborativen Tools zusammen, auch mit Kunden oder nur intern? Es gibt Projekte, die erfordern natürlich Kollaboration. Aktuell haben wir jetzt gerade einen Film verabschiedet und da sind wir, also wenn ich es richtig verstanden habe, da sind wir auf Sound angewiesen. Den produzieren wir nicht in-house, das wäre jetzt so die Kollabo aus der Richtung Musik oder wenn wir in die Programmierung gehen und vor allem noch mit UX und den ganzen Bereich Usability umgehen, haben wir unsere Partner, mit denen wir zusammen die Konzepte entwickeln für Websites. Und wie arbeitet ihr mit denen zusammen? Ist das per E-Mail oder benutzt ihr dann so Tools? Also wir haben zum Beispiel Asana. Im Einsatz. Also wir arbeiten viel mit Slack. Cool, Einfach, weil sich das angeboten hat. Ich kenne jetzt auch gar nicht so viele Tools. Und natürlich auch noch mit so einem Buchungs- und Zeitmesser, das ist ActiveCollab.
Ah ja. Und ja. Das ist ganz gut, weil wir so natürlich für uns nachhalten können, was das Zeitmanagement angeht, was die Projektplanung angeht und natürlich die Kommunikation intern und extern transparent machen können und da halt ja sehr gut kommunizieren. Ja, aber zwei sehr coole Tools. Also Active Collab ist im Grunde das, was wir Asana nennen. Ja. Ja, also ermöglicht quasi ein Projekt- und Aufgabenmanagement, ne? Inklusive Kommunikation. Und Slack ist natürlich so gerade für uns junge Leute das Tool der Wahl, um einfach schnell per Chat einfach einen Austausch zu haben. Da gibt es eine kleine Anekdote. Ich meine, zuerst waren wir in einem Raum in dem Coworking Space und saßen an der großen Tafel und alle wollten alles mitbekommen und alle 5 bis 10 Minuten gingen Kopfhörer raus und es wurde eine Frage in den Raum gestellt. Und heute ist es wirklich so, wir können nebeneinander sitzen oder uns gegenüber sitzen und schreiben uns auf Slack. Das ist schon sehr wertvoll, um nicht immer den Workflow zu unterbrechen und einfach mal Sachen zu aufzuschreiben, die letztlich aber auch, sage ich jetzt mal, die können auch aufgeschoben werden. Also es ist ja dann liegt ja, ja dann an mir, ja. Wann ich reinschaue und wenn nicht. Es ist auf jeden Fall nicht dieser physische Kontakt, der einen dann erstmal rausbringt aus einer Arbeit. Ja. Eine schöne Story, weil man schimpft ja gerne, ja, immer wieder darüber, hey, braucht ihr ein Tool, um miteinander zu reden? Ja, aber genau das, was du gerade sagst, gerade Großraumbüro, da ist es natürlich dann wichtig zu entscheiden, wann ist die Zeit, die ich jetzt brauche, um diesen kreativen Prozess für mich zu entwerfen, ja, oder zu verfolgen. Und wann ist der Moment da, in dem ich kommunizieren möchte mit dem Team? Absolut, ja. Absolut. Ja, sehr cool. Markus, ich habe noch ein paar Fragen für dich vorbereitet. Die berühmte Q&A-Session. Okay. Und würde dich bitten, mit einem Wort oder einem Satz zu antworten. Bist du ready? Ich bin, glaube ich, ready. Ich bin gespannt. Ja. Was ist deine Mission in einem Satz? Oder eure Mission? Meine Vision, ich glaube auch die von uns, ist, dass wir uns immer wieder selbst überraschen wollen und keine Stereotypen abbilden wollen. Überraschend anders, sehr cool. Überraschend anders, ja. Genau, ja, ist geil. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß? Das war wirklich die Frage, wo ich überlegt habe, mir was zu aufzuschreiben. Ich bin nicht drauf gekommen. Insofern kann jetzt eine ganz komische Antwort kommen. Ich bin der Meinung, dass ich gut verkuppeln kann. Ich glaube, sowohl privat als auch sehr geil. Vielleicht auch unternehmerisch. Okay, sehr cool. Das ist ein wichtiges Talent. Verkuppeln, / verbinden. Ja, genau. Vielleicht auch. Ich glaube, verkuppeln, ja, das kommt noch so cool aus der Grundschulzeit. Wenn ich dann das Mädchen und den Jungen zusammengebracht habe. Ja, irgendwie ja. So. Ja, kann man gut gebrauchen. Das ist ein Talent, das kann man gut gebrauchen. Wenn die Leute an dich denken, was wäre das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Also ich bin auf jeden Fall ein Optimist und trage das auch nach außen. Dementsprechend irgendwie jemand, der alles realisieren will. Und ich finde irgendwie so Teamplayer ist noch ein schönes Wort. Das würde ich gerne auf jeden Fall, das würde ich gerne tragen so. Mhm. Ja. Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss? Also es ist jetzt ein sehr, sehr soziales Zitat oder wie sagt man das? Es ist jetzt ein sehr soziales Standing, glaube ich. Der eigene Wohlstand oder das, was mir zugute kommt, beruht eigentlich immer auf, ich würde sagen, auf dem Leid von jemand anderem. Da will ich jetzt gar nicht so weit ausholen. Aber ich finde, wenn man sich darüber Gedanken macht, warum es einem gut geht und warum es vielleicht so schön um einen ist, wie es ist, sollte man immer so ein bisschen demütig auch zur Seite schauen können und darum nice. Wissen. Schön. Ja. Ja, doch, das finde ich eigentlich ganz gut. Und ein weiser Mann hat mir mal gesagt, gib nur das Geld aus, was du hast. Was nicht heißt, dass das bisher, dass ich das bisher immer so gemacht habe, das lasse ich jetzt mal offen. Aber irgendwie ist mir das sehr, sehr stark im Kopf geblieben. Doch, ja. Doch. Ja, wichtig. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können? Ich sage jetzt einfach gay, okay.
Also, das hat Materia gesagt in einem Lied. Und ich finde, das baut so auf eine Toleranzschwelle auf, die Grundbasis sein müsste in unserer Gesellschaft oder in unserem Miteinander, dass man einfach sich mit Respekt begegnet und tolerant ist. Ja, sehr cool. Kannst du uns 3 Internet-Ressourcen oder Mobile-Apps empfehlen, die du selbst verwendest? Also wir haben ja eben schon Slack genannt. Ja. Und natürlich Instagram, ganz, ganz wichtig. Gerade für euch, eine Visualisierung. Gerade für uns. Irgendwie klingt vielleicht spießig. Split finde ich geil. Das ist der Rechner, der Community-Rechner, der am Ende bilanziert, wer wem noch wie viel Geld geben muss. Und das ist einfach mega schlau und mega gut. Und gerade zum Beispiel auch wir intern, so mit Mittagspausen und irgendwelchen Sachen, wenn dann einer mal ausgibt, dann hast du es am Ende schwarz auf weiß und es können irgendwie keine tragischen Streitigkeiten wegen Geld passieren, so was ja sowieso total unsinnig ist. Ja. Ja. Sehr cool. Hast du eine Buchempfehlung für uns? Boah, hier muss ich mich auf jeden Fall als den Unbelesenen von uns outen. Deshalb schreie ich ganz laut YouTube. Also YouTube ist mein Buch, mein Inhalt. Also wenn ich irgendwelche Sachen wissen will, ob es das Hörspiel ist, was mir das Buch vielleicht vorträgt oder irgendwie eine andere Information. Ich bin Generation YouTube. Dann muss ich die Frage umformulieren. Kannst du uns einen YouTuber empfehlen, der für dich einen großen Mehrwert hat? Da bin ich, muss ich ehrlicherweise sagen, gar nicht so hintergestiegen. Ich habe mir gestern das erste Mal mehr Sachen von einer Person angeschaut. Und zwar, ich glaube, Hey Arno oder Arno heißt der. Der ist ganz frech und trinkt am roten Teppich mit Promis kurze und wird noch frecher und polarisiert extrem. Insofern nenne ich ihn jetzt einfach, weil das neben ja, also den anderen Big Playern so der mir gerade bekannteste ist. Okay, cool. Packen wir wieder in die Shownotes. Welche 3 Interviewgäste würdest du uns empfehlen für den Markenrebell-Podcast? Wen würdest du hier gerne mal hören? Also wem ich immer gerne zugehört habe, ohne jetzt hier zu viel Honig jemandem um den Mund zu schmieren, war mein Dozent, Professor Karl Frech an der Hochschule, der mit uns sehr stark das Thema Marken und Methoden wie Design Thinking und sowas behandelt hat. Und wo ich glaube, wo so das Know-how, was ich jetzt gerade besitze, auf jeden Fall maßgeblich herkommt. Und ja, sehr interessante Person, hat viel zu erzählen. Karl Frech ist auf jeden Fall die Nummer 1 so. Dann Sven Rausch, das ist der Co-Founder und CEO von NRIQ, mit dem wir zusammenarbeiten. Die haben eine Softwarelösung entwickelt für transparente und effiziente Wärmeerzeugung. Und ist so das Paradebeispiel, finde ich, für Digitalisierung, weil es ja wertvolle Ressourcen der Umwelt schützt durch eine smarte Software, die gerade getestet wird und weiterentwickelt wird. Also echt top. Sehr und cool. Dr. Christian Alexander Bauer, auch ein Dozent von der Hochschule Würzburg, ich glaube jetzt in Saarbrücken, der betrachtet das Ganze so aus der philosophischen Sicht, ist Anthropologe und ich glaube, das ist immer ein gutes Gewicht, einmal dieses pragmatische, aus Markensicht habilitierende und dann aber auch mal so dieses philosophische, die andere Seite, das ist immer gut gewesen und ja, gibt einfach so Menschen, denen hört man gerne zu oder mit denen redet man auch einfach sau gerne. Sehr cool. Ja. Tolle Empfehlung. Vielen Dank dafür. Wir sind am Ende unseres Interviews angekommen, Markus, und ich würde dir gerne das Schlusswort überlassen mit der Frage, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
Ein glückliches und erfülltes Leben ergibt sich aus deinem Umfeld, mit wem du bist, mit wem du sein kannst. Und deshalb finde ich, dass es das Wichtigste ist, natürlich neben Familie gute Freunde zu haben, um einen herum zu haben, um dich herum zu haben. Und als zweiten Teil immer irgendwie so die eigenen Umstände hinterfragen und ja, eigentlich immer hinterfragen, aber natürlich auch genießen können. Ist sehr oberflächlich. Das Wichtigste ist, hab gute Leute um dich rum. Also es gibt ja nicht umsonst den Spruch, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Ich glaube, das macht unglaublich viel aus. Ja, nice. Vielen Dank, mein Lieber, für dieses Interview. Danke, Markus. Dank dir, Norm.